Nun ist sie da, die Schale. Die Futsaler von den Hamburg Panthers haben das begehrte Stück am Wochenende in die Hansestadt geholt. Nach 2 Tagen habe ich es immer noch nicht richtig realisiert. Also es sind wirklich viele Glücksgefühle dabei und es ist ein unbeschreibliches Gefühl, das Ding in der Hand zu halten. Und es kann sein, dass es eine einmalige Gelegenheit ist für jemanden. Und deswegen genieße ich jeden Moment eigentlich mit der Schale. Das ist schon einer der Höhepunkte, die man bisher so in seiner Karriere haben kann. Und für mich war es ja auch mein Einsatz in der Nationalmannschaft meines Landes. Und das ist jetzt auch mit einer der wichtigsten Dinge, die ich bisher in meinem Leben oder besten Dinge, die ich bisher erreichen konnte. Große Party, nicht nur in Lübeck. Die Begeisterung war überall riesengroß. Das Telefon hat natürlich nach dem Finale und nach dem Halbfinale und das Telefon hat andauernd geklingelt. Ich bekam eine SMS nach der anderen. Ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt gleich mein Handy einfach ausmache und wegschmeiße, weil ich nicht mehr dazu kam, das alles zu beantworten. Aber auch in der Presse hat man natürlich auch viel mitbekommen. Und wie er das auch gut gemacht hat, muss ich sagen, vielen Dank hier nochmal an Harry, dass er beim Live-Ticker natürlich sehr amüsante Sätze auch geschrieben hat. Ja, auch wir gratulieren an dieser Stelle noch einmal zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja bald tatsächlich mit dem Beginn einer echten Futsal-Liga. Es wurde angekündigt, also es ist ein bisschen durchgesickert. Wir haben das mitbekommen, dass der Deutsche Fußballbund das plant, jetzt in absehbarer Zeit eine Futsal-Liga aufzumachen, und zwar bundesweit. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es zu so etwas kommen würde und würde vielleicht auch dann daran teilnehmen. Und Block trifft Ball wäre auch dabei. Doch noch genießen wir diesen Anblick. Die Schale in Hamburg.